Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute beschäftigen wir uns mit den Neuzugängen aus dem Monat März. Ja, ich habe jetzt schon in der letzten Woche des Märzes sozusagen einen Cut gemacht. Es fehlen jetzt noch 3 Tage. Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass noch irgendwas dazukommt. Und dementsprechend, ja, dachte ich, kann es einfach schon das Video drehen. Sollte jetzt doch noch überraschenderweise irgendwie ein Buch bei mir eintrudeln, dann zählt es einfach in den April. Das ist ja noch gar nicht so schlimm. Ja, es sind bei mir 15 Bücher eingezogen und ich glaube, es wird tatsächlich der erste Monat in diesem Jahr, wo ich es nicht schaffe, mehr gelesen, gehört zu haben, als zugelegt zu haben. Ja, ist ein bisschen schade, so meine eigene Challenge hätte ich schon gerne ein bisschen besser durchgezogen. Ich nehme es mir natürlich jetzt wieder vor für den April. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob ich jetzt noch die 1, 2 Bücher sozusagen beendet bekomme, aber ich werde definitiv unter den 15 bleiben. Ich werde dann im Büchermonat auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen die Differenz besprechen bei den Neuzugängen, bin ich jetzt noch nicht sicher, sind es 3 Bücher oder 4 Bücher oder ja. Aber es ist, wie es ist. Auch mein Vorsatz, mehr oder ja 50-50 in der Haptik und im Digitalen zu sein, hat diesen Monat überhaupt nicht geklappt. Denn von den 15 Büchern sind es 11 echte Bücher, die hier neben mir liegen. Nur 3 E-Books sind eingezogen und nur 1 Hörbuch. Also ja, es war in Gänze irgendwie nicht erfolgreich, dennoch liebe ich natürlich all meine Neuzugänge und habe große Hoffnung in sie. Ich glaube, 2, 3 sind auch schon, ich glaube, 2 sind auch schon gelesen bzw. gehört. Und ich, ja, ich liebe Bücher, ich liebe es, neue Bücher zu kaufen, mir zuzulegen und ich die dann natürlich auch zu lesen und zu entdecken. Und ja, es ist einfach, wie es ist. Bevor wir jedoch mit den Neuzugängen starten, möchte ich noch eine kleine Ankündigung für den kommenden Donnerstag machen. Ja, am Donnerstag vor den Osterfeiertagen treffen Becky und ich uns mal wieder zu einem Quartalstalk hier live auf meinem Kanal. So gegen 19.30 Uhr, wie ihr das kennt, könnt ihr super gerne im Chat mit live dabei sein. Wir werden über das erste Quartal sprechen, wir haben ja schon länger nicht mehr über unsere Highlights, Flops, Serien, Disney und so weiter geredet. Ich freue mich da schon sehr drauf und ja, hoffe, dass ihr da auch mit dabei seid im Chat. Ja, ich bin mega gespannt und ja, freue mich einfach auf den Austausch mit Becky, aber natürlich auch mit euch im Chat. Und ja, Donnerstag ca. 19.30 Uhr hier auf meinem Kanal und ja, ihr dürft gespannt sein. Das erste Buch des Monats ist ein Rezensionsexemplar. Das schreibe ich auch immer unten in die Infobox, was ein Rezensionsexemplar ist. Und auch alle Informationen findet ihr natürlich hier unten drunter. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, das ist das neue Buch von Colin Hadler. Ich habe von Colin Hadler letztes Jahr schon das Buch Pandora. Nein, ich glaube, es hieß anders. aber so ähnlich gelesen und fand es richtig, richtig toll. Jetzt bin ich natürlich total unvorbereitet. Es war Ankora. Genau, Ankora. Irgendso ähnlich war es auf jeden Fall. Und ich habe mich sehr gefreut, als Colin Hadler bei mir angefragt hat, ob ich auch sein neues Buch lesen möchte, was im Planet Verlag erschienen ist. Cover richtig, richtig toll, spricht mich sehr, sehr an. Also auch hier so diese 3D-Haptik, die aber keine ist, im Exilium, also im Namen. Und ja, wir haben hier das Thema freie Wille und was im Grunde davon bleibt, wenn wir den nicht mehr haben. Denn wir treffen auf Lennox, der seit seinem Autounfall nicht nur seinen rechten Arm, sondern auch seine Schwester verloren hat. Und sein Leben ist einfach nicht mal dasselbe. Er bleibt am liebsten zu Hause, hat kaum noch Freunde und verpulvert seine außergewöhnlichen Hacker-Skills, ja, dank seines technisch nachgerüsteten Arms für sinnlose Streiche. Doch einem Gerücht kann Lennox nicht entfliehen. In seiner Stadt verschwinden immer mehr Menschen spurlos. Und als er dann zufällig entdeckt, wie an einer der vermissten Experimente durchgeführt werden, sieht er sich mit einer schrecklichen Frage konfrontiert. Wie viele Menschen haben noch ihren freien Willen und wer steckt dahinter? Und so gerät Lennox in einen verstörenden Sog, bei dem er dann nicht mehr weiß, was Lüge ist und was Realität. Und wir haben hier einen Thriller voller Nervenkitzel und unerwarteter Wendungen. Und ich habe es ja nicht mehr so mit brutalen Thrillern, aber so Thrillern, die sich eben so mit Science-Fiction beschäftigen. Das mag ich ja sehr, sehr gerne. Und mir hat ja auch schon Ankora sehr, sehr gut gefallen von Colin Hadler. Und dementsprechend bin ich hier auch super neugierig und werde das jetzt ja, ganz dringend auf jeden Fall auch im April lesen. Als E-Book eingezogen ist Garland von V.I. Schwab. Das ist ja das Buch, was ich eigentlich auch schon im Englischen auf dem Sub habe. Und ich bin ja seit, ja gut, jetzt wahrscheinlich 2 oder sogar 3 Jahren ein großer Fan von V.I. Schwab, angefangen von den 4 Magien in London oder die 4 Farben der Magie, weiter über Vicious, weiter natürlich über das unsichtbare Leben der Eddie. Unsichtbare Leben?
Ja, der Eddie LaRue, dann natürlich auch die City of Bones Reihe. Also ich bin ein großer Fan, habe mich sehr gefreut, dass dieses Buch jetzt auch im Deutschen erschienen ist. Und ja, ich habe es mir als E-Book geholt, weil es das für 4,99 Euro gegeben hat, aber auch tatsächlich bei der Bücherbüchse mitbestellt, weil es dort in einer Special-Sonderausgabe mit besonderem Farbschnitt erhältlich ist. Leider ist das jetzt im März bis jetzt zumindest nicht angekommen. Aber ich wollte das haptische Buch gerne schon in der Hand halten, wenn ich es lese, weil ich ja da doch gerne auch mal Markierungen vornehme in Büchern. Und ich habe halt schon das Gefühl, dass ich hier ein Highlight-Buch hoffentlich dann auch ins Regal stellen kann. Ich bin sonst kein Mensch von bunten Farbschnitten, das wisst ihr, glaube ich auch. Aber wenn ich so einen Highlight-Kandidaten habe und ich das dann bei der Bücherbüchse irgendwie zufällig sehe, dann greife ich da gerne zu. Ich kann euch tatsächlich auch gar nicht verraten, um was es in Garland geht, weil ich das überhaupt nicht gelesen habe oder irgendwie in der Vorbereitung hier mir jetzt rausgesucht habe. Dementsprechend, ja, ihr werdet das Buch auf jeden Fall dann noch in haptischer Form sehen, wenn es von der Bücherbüchse bei mir einzieht. Und ich freue mich da auf jeden Fall auch schon drauf. Ein Buch, das schon lange, lange ja, auf der Wunschliste war, ist Erebus von Michael Palin. Ein Buch, das ja, sich im Grunde um die Erebus kümmert. Also das ist das Schiff, das neben der Terror einst irgendwo im Norden hängen geblieben ist. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir hier waren. Genau, 1848 verschwand es spurlos und ist dann 2014 wiedergefunden worden. Und das hier ist eine Geschichte, die mitreißend geschildert ist und ja, von niemand Geringeren als eben dem Monty Python-Star Michael Palin, und er ist eben weltreisender und begnadeter Erzähler. Ich habe ja damals Terror von Dan Simmons sehr, sehr gefeiert. Ich mochte diese Idee, was wäre wenn. Man hat natürlich so ein paar historische Rahmenbedingungen und dann ist ja auch Dan Simmons hergegangen und hat eben erzählt, was hätte da passieren können, wenn wir eben diese Mannschaft hätten ja, verfolgen können, wenn die mehr im Grunde auch beschrieben hätten oder wenn man wirklich eigentlich weiß, was ist hier passiert. Und die Erebus, ja, ist eben das zweite Schiff. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sich das wirklich so auf diese beiden Schiffe irgendwie bezieht. Die glanzvolle und trage Geschichte eines Expeditionsschiffs. Ja, ich freue mich drauf. Ist tatsächlich wahrscheinlich eher was jetzt für den irgendwann dann in später Zukunft folgenden Winter. Aber ich habe das bei Tauschticket entdeckt und dachte, das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Als E-Book ist dann auch eingezogen Where the Hummingbirds Sing von Mareike Allnoch, ja, ich glaube, ist mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt worden und ich bin sehr gespannt auf die Hummingbirds und freue mich da einfach sehr, in diese Wohlfühlatmosphäre zu kommen. Ist, glaube ich, auch der Auftakt einer Trilogie, wo wir auch unterschiedliche Charaktere wieder begleiten, und auch hier habe ich nicht dran gedacht, mir den Klappentext irgendwie mal anzuschauen, beziehungsweise, also ich habe ihn mir angeguckt, bevor ich es angefragt hatte und dann auch bekommen habe, aber ich habe ihn jetzt tatsächlich nicht in vorbereiteter Maßnahme irgendwie hier, ja, manchmal nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Auf jeden Fall, ja, hat mich hier einfach Titel und natürlich auch das schöne Cover angesprochen, und ich mag ja so Wohlfühlgeschichten eigentlich ganz gerne, auch wenn ich in der letzten Zeit nicht so den Zugang dafür hatte, aber hier sehe ich mich halt schon an einem sonnigen Frühlingstag dann im Garten liegend und freue mich da einfach auch aufs Lesen, und wir haben hier ja auch eine deutsche Autorin, dementsprechend ja, bin ich einfach mal sehr, sehr gespannt, was mich erwartet. Dann gab es ein Unpacking von dem Needful Things Paket. Das habt ihr hier auch auf YouTube schon gesehen. Ich verpacke es euch aber auch in die Infobox, bei dem ich mir zwei Bücher ausgesucht habe. Und ein Buch hat mir die liebe Anka noch so mit reingepackt, weil wir das Buch dann auch zusammen lesen wollen. Ja, es ist einmal Der Geschmack von Sommerregen von Julie Leutze. Das Buch hat mich mega angesprochen, denn wir haben hier Sophie, die Emotionen als Farben wahrnimmt und dann eben jemanden trifft, nämlich Mathis. Und der bringt alles glitzernd, golden zum Funkeln. Und ich bin da sehr, sehr gespannt, wie das mit den Farben so sein wird, in welchem Bezug das irgendwie steht. Und da bin ich super neugierig. Dementsprechend durfte das Buch bleiben. Dann durfte bleiben von Ali Benjamin Die Suche nach Pauli Fink. Ein Buch aus dem Hansa Verlag. Und ja, hier geht es eben um Pauli Fink. Es ist eine Geschichte mit ganz viel Herz, die die Leser dazu bringt, nachzudenken, zu hinterfragen, zu lachen, Dinge anzupacken und immer weiter zu kämpfen, sagt zumindest Kirkus Reviews.
Denn ja, die Frage, wer ist Polly Fink, stellt sich Caitlin, die neu an die Schule kommt und es wird pausenlos über ihn gesprochen. Er war ein urkomischer Klassenclown oder am Ende vielleicht sogar ein Unruhestifter. Jeder erzählt irgendwie was anderes, doch alle sind sich einig, der Junge war eine absolute Legende, doch jetzt ist er verschwunden und Caitlin wird dann zu einer Jurorin in einem Wettbewerb gewählt, bei dem eben ein Polly-Ersatz gesucht wird. Und ja, wie soll man aber hierfür irgendwie einen Ersatz finden, wenn man ihn noch nie getroffen hat? Und ja, mit jeder neuen Challenge ja, erfährt sie ein bisschen mehr über ihn, aber natürlich auch über sich. Ich bin sehr gespannt, wo diese Geschichte hingeht. Ja, bin super neugierig. Ich bilde mir ein, ich habe von Ali Benjamin schon mal irgendwas mit Schwimmen gelesen. Kann das sein? Ach, mein Namensgedächtnis ist tatsächlich immer nicht das Beste. Leider steht jetzt hier nicht, was sonst noch so ein bisschen erschienen ist. Aber ich bilde mir ein, mir sagt die Autorin auf jeden Fall irgendwie wo was. Ja, aber gut, werde ich herausfinden und spätestens, wenn ich es dann gelesen habe, auch darüber berichten. Und dann das Buch, was mir die liebe Anka ja, freundschaftlich sozusagen zugeschickt hat und wir das dann auch zusammen lesen werden. Das ist Ben und No Name von Kim Hitzemann. Wir haben hier auch Illustrationen von Melanie Melchior und es geht hier um ein starkes Team. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, Ben ist wohl sehr unglücklich. Denn Anderssein ist überhaupt nicht im Trend unter Gleichaltrigen und ja, das bekommt der Elfjährige täglich zu spüren. Selbst Lisa, in die er heimlich verknallt ist, kann daran nichts ändern und sie scheint ihn auch gar nicht so richtig wahrzunehmen. Was er aber dringend braucht, ist ein guter Freund, einen, mit dem er alles teilen kann, einen, der ihn aus seiner Einsamkeit auch herausholt und auch so ein bisschen die Angst vor der anstehenden Klassenfahrt nimmt. Und dann ja, ist seine Stimmung am Tiefpunkt und es passiert was, das alles verändert und es reicht eben manchmal, dass dir anstelle einer Hand eben auch eine Pfote gereicht wird und es soll hier über Mut, Ausgrenzung, Anderssein und besondere Freundschaften gehen und da bin ich sehr, sehr gespannt, weil auch ich durchaus ja, das mit den Pfoten sehr gut verstehen kann. Und ja, Anka hat mir ja auch ein wunderschönes Lesezeichen, einen kleinen Hund mit reingepackt und auch noch zwei Lesezeichen, die, glaube ich, direkt auch von der Illustratorin sind. Und ich freue mich da, jetzt kriege ich diese Büroklammer irgendwie nicht mehr rein, stelle ich mich jetzt blöd an? Ach so. Ja, ich stelle mich blöd an. Und ja, auch optisch richtig, richtig schön. Also ich finde auch die Illustrationen richtig toll. Ist auch von der Autorin signiert, finde ich. Finde ich richtig schön. Also ja, also wenn man so liebe Freunde hat wie Anka, dann ja, also ja, da kann man sich einfach nur glücklich schätzen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch und ich hoffe, dass wir da dann auch ganz, ganz bald dazu greifen. Dann war ich in der Buchhandlung eigentlich nur Begleitung und ein Buch für einen Geburtstag herauszusuchen. Und ja, hab mir dann ein Buch aufschwatzen lassen, sagen wir mal so. Nein, ich wurde wunderbarst beraten und als wir über die verschiedensten Bücher in diesem Fantasy-Regal sprachen und ich dann schon gesagt habe, das kenne ich, das fand ich toll, das war nicht so meins, das fand ich mega, oh, da steht Nevernight, super. Und dann hat die liebe Buchhändlerin gesagt, hier, die Dunkeldorn-Chroniken Blüten aus Nacht ist der Auftakt einer Trilogie von Katharina Seck und sie könnte sich vorstellen, dass mir das gefällt. Es geht hier um eine geheimnisvolle Akademie, eine tödliche Pflanze und eine unbeugsame Heldin. Und da bin ich ja schon totaler Fan von. Also ich merke das auch gerade jetzt bei Throne of Glass, wie sehr ich es mag, wenn man so ein bisschen, also nicht so glatte Charaktere irgendwie hat. Ja, wir treffen hier im Grunde auf die junge Opal, genau. Denn alle 4 Jahre erblüht eine Pflanze, die so schrecklich wie schön ist, der Dunkeldorn. Aus seinen schwarzen Blütenstaub gewinnen Magier die Essenz ihrer Zauberkraft. Doch wenn man die Pflanze berührt, dann ist das tödlich. Und das erfährt eben Opal am eigenen Leib. Denn ein schreckliches Unglück nimmt ihr fast das Leben und verschlägt sie an eine düstere Universität, wo sie von einem Strudel aus Geheimnissen erfasst wird. Denn ja, der Blütenstaub hat Opal nicht getötet. Und es ist jetzt die Frage, welche Kräfte hier geopfert werden von den Magiern, um hier eben mehr herauszufinden und welche berüchtigte, wie attraktiver Dornenprinz ihr im Grunde da höchstpersönlich zur Seite gestellt wird. Und ja, ich bin sehr gespannt, denn irgendwo zwischen den Blütenblättern liegt die Antwort. Ich hoffe, dass der romantische Anteil hier nicht zu hoch ist und dass sich das schon ein bisschen mehr auf die Magie irgendwie versetzt und auf die Heldin, auf die Protagonistin und freue mich da mega drauf. Also auch vom Cover, ach, einfach großartig. Und jetzt bin ich ja eigentlich auch gar keine Coverkäuferin, aber wenn natürlich ein Cover schön ist,
kann man das durchaus erwähnen. Dann kommen wir zu einem Hörbuch, das ich diesen Monat auch schon gehört habe, nämlich die Wallflowers, der Auftakt einer Viererreihe von Lisa Kleypas, und zwar ist der Auftakt Annabelle und Simon. Und ja, ich habe das als Hörbuch mir geholt, als unter anderem Buchling Janine so geschwärmt hat und ich dann das Buch auch bei 3-4 anderen Leuten noch so ein bisschen unabhängig so auf BookTube und in Instagram gesehen habe und dachte, Mensch, ich liebe die Serie Bridgerton. Es gibt an jeder Staffel so einen kleinen Kritikpunkt, aber sonst macht mir das richtig, richtig viel Spaß, so ein bisschen in dieser Regency-Zeit zu sein, in England zu sein, diesen Adel zu erleben. Und natürlich ist das, was Bridgerton angeht, schon ein sehr besonderer Stil, Geschichten auch zu erzählen. Und es wurde hier so ein bisschen damit verglichen. Für mich kam es aber definitiv nicht an Bridgerton ran. Wir treffen hier eben auf die Mauerblümchen, also auf 4 junge Frauen, die schon mehrfach irgendwie bei Bällen saßen, ihren Ehemann suchen, und Wallflowers ist nichts anderes als das Mauerblümchen. Und dieses Vierergespann schließt im Grunde einen Pakt, sodass sich jetzt um jede junge Frau in dem Kreis gekümmert wird und wir dann eben hier erleben, wie eben auf Männersuche gegangen ist, wie, wo, wer ausgewählt wird und wo das so ein bisschen hinführt. Und ich fand das sehr locker, ich fand es sehr leicht. Das waren so ein bisschen auch meine Erwartungshaltungen, dass man da wunderbar auch einfach hörtechnisch folgen kann. Und ich wollte halt so ein bisschen Bridgerton-Feeling. Das kann ich sagen, war nicht so ganz. Aber ich denke, ich werde da ja auf jeden Fall im Büchermonat mehr dazu erzählen. Aber das war so die Motivation, mir das Hörbuch zu holen. Was ich aber ganz schrecklich finde, und ich finde, das muss man auch erwähnen, das sind diese Cover. Warum sind denn alle nur Kopf abwärts zu sehen? Ich finde das total merkwürdig. Also es sind, glaube ich, auch alle 4 Cover, die so aussehen. Ich hoffe nicht, dass das der neueste Trend wird. Von erstmal gesehen Gesichter von vorn, dann von der Seite. Dann sehen wir Frauen im Historischen ja auch sehr gerne mal so von hinten über die Schulter auf eine Landschaft. Und jetzt kommen irgendwie die Männer Hals abwärts. Finde ich irgendwie tatsächlich ein bisschen komisch. Ja, dann ist das neue Jugendbuch der lieben Adriana Popescu bei mir eingezogen und wurde auch direkt gelesen. Unsere Zukunft, Flirt am Horizont, wurde mir auch vom CBT Verlag dankenswerterweise zur Verfügung gestellt, wird auch im Highlight-Regal Platz finden. Auch wenn ich jetzt schon sagen kann, so für ein Highlight hat so ein Müh was gefehlt, beziehungsweise waren 2-3 Dinge auch ein bisschen viel. Aber ein tolles Jugendbuch, das ich ein bisschen eingeschränkter auf jeden Fall empfehlen werde, dann im Büchermonat. Wir haben hier 3 junge Menschen, die aus verschiedensten Gründen einfach ein bisschen was sehr Blödes gemacht haben. 2 davon müssen für Sozialstunden jetzt eben in das Altenheim, die Schattige Pinie. Dort treffen sie auf den 3. im Bunde, der nicht so ganz anfangs rausrückt mit seiner Geschichte. Und alle 3 merken eben, wie so der Alltag ist, nachdem eben auch bekannt geworden ist, was so an Straftaten. Ja, dahinter ist jetzt kein Mord verübt worden oder irgendwie was, ne? Also es sind schon Dinge, wo ich sage, okay, dafür sind Sozialstunden auch absolut gerechtfertigt. Und so treffen wir 3 Jugendliche, die vermeintlich gar nichts gemeinsam haben, außer diese Sozialstunden, die sich aber dadurch dann auch einfach freundschaftlich näher kommen, die so beleuchten, was ihr Leben ausmacht, was sie geprägt hat, was sie verändert, was im Grunde auch, dieses, jetzt sind wir hier in Sozialstunden, in ihrem Leben verändert. Und ja, wunderschönes Cover, toller Titel, und ich werde auf jeden Fall im Büchermonat darüber berichten, aber das Buch ist auch schon gelesen. Dann habe ich ein Buch bei Lovely Books gewonnen, bei dem ich noch hoffe, dass es das trotzdem auch als Hörbuch geben wird, und zwar das neue Buch von Julie Kaplan, Die kleine Bucht in Kroatien, gehört zu den Romantic Escapes Büchern, die ich ja eigentlich immer gehört habe. Bis jetzt habe ich aber noch das Hörbuch nicht gesehen gehabt, da muss ich jetzt auch einfach nochmal gucken, ob das herauskommt. Ich habe sie nämlich alle gehört und ich habe die Hoffnung, dass mir die kleine Bucht in Kroatien auch so gut gefallen wird wie die meisten anderen Bände. Ich glaube, bis auf das Buch, was in Paris spielte, waren das ja für mich wirklich alles 4 bis 5 Sterne Bücher. Von daher, ich glaube, das hatte ich abgebrochen. In Paris war das die Paterie, ich glaube. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Paterie-Serie? Nagelt mich nicht fest, steht das vielleicht hier. Es ist die Patisserie in Paris. Genau, angefangen, Café in Kopenhagen, gab es eine Bäckerei in Brooklyn. Dann waren wir in Paris, dann hatten wir ein Hotel auf Island. Dann der Teeladen in Tokio hat mir auch gut gefallen. Dann war das Chalet in der Schweiz und das Cottage in Irland war auch richtig toll. Und jetzt sind wir in Kroatien und dabei handelt es sich aber gar nicht um den regulären
achten Band, genau, nein, siebten Band, nee, achten Band, sondern das war, glaube ich, tatsächlich im Original der dritte oder vierte Band und man hat den ausgelassen und ich hatte damals sogar beim Verlag nachgefragt, was denn hier der Grund dafür ist, warum wir den nicht übersetzt bekommen und hatte nur zur Antwort bekommen, dass er wohl sich nicht in dem Stile irgendwie so einfindet wie die anderen Bände. Und da kann man sich jetzt natürlich gefühlt alles drunter vorstellen, aber ich bin jetzt eben sehr neugierig, das zu erfahren. Ich finde das Cover richtig, richtig gelungen, es finde ich richtig schön und deswegen habe ich auch beim Gewinnspiel mitgemacht und dachte, yippie, wenn irgendeinen Stellvertreter möchte ich dann von der Reihe schon im Regal haben. Ich habe jetzt schon gesehen, dass es eine Weihnachtsgeschichte letztes Jahr gab, die, ich weiß gar nicht mehr wo, gespielt hat. Ich hoffe, dass es den dann vielleicht auch ab September, Oktober irgendwie bei uns geben wird, sodass wir auch die Winter-Weihnachtsgeschichte dann irgendwie lesen können. Mal sehen, wie es da weitergeht. Eine Autorin, der ich auf jeden Fall weiter folgen werde. Ja, wir treffen auf Maddie, die über ihre gute Freundin das Angebot erhält, im Sommer ein paar Wochen an der Adria zu arbeiten. Sie packt ihren Koffer und tauscht das verregnete Birmingham gegen die Sommersonne Kroatien. Sie ist dann auf einem kleinen Boot, wo sie für das leibliche Wohl der Gäste sorgen soll. Doch das Schiff entpuppt sich als Luxusjacht und die Urlauber sind alle super versnobbt. Und ihrer Enttäuschung verhält sich dann auch noch der Bruder ihrer Freundin nicht besonders höflich. Und als die beiden aber dann doch in einer malerischen Bucht unerwartet Zeit zu zweit verbringen, entdecken beide, dass sie doch irgendwie mehr gemeinsam haben, als sie ahnen. Und auch hier hinten haben wir wieder einen Delfin und die coole Krabbe. Also sehr schön. Ich bin sehr gespannt. Es vermutet sich jetzt vielleicht so, dass wir hier, ja, gerade mit so einer Bucht und einem frischen Liebespaar, vielleicht geht es tatsächlich in eine Richtung, die den anderen Büchern nicht entspricht, was so den Fortschritt der Liebesgeschichte angeht, aber ich bin da einfach sehr gespannt. Ja, wir haben hier auch mal Kroatien abgebildet, wo wir dann unterwegs sein werden. Also ja, ich freue mich, hoffe, dass es mir gut gefallen wird, sodass es ja als Highlight-Vertreter sozusagen auch im Regal stehen wird und hoffe auch, dass es natürlich dann auch noch das Hörbuch geben wird. Ja, das dritte E-Book des Monats war dann Last Storm Dancer, der Lotuskrieg von Jay Kristoff. Hier habe ich ja die Trilogie rund um die Sturmkriegerin sozusagen sehr, sehr geliebt, wirklich sehr gesuchtet. Habe ich ja auch den ersten Band in der besonderen Ausgabe vom Crosscult Verlag hier. Hier haben wir jetzt eine Geschichte, die ich glaube 100 oder 200 Jahre früher spielt und das ist gefühlt auch alles, was ich weiß. Ja, es erzählt uns im Grunde so eine Vorgeschichte zu dieser Welt und ich bin einfach gespannt, was mich erwartet. Es interessiert mich gefühlt im Voraus überhaupt nicht, was hier passiert. Ich wollte das wirklich auch gezielt offen lassen. Hilft euch jetzt natürlich nicht weiter, aber ich glaube, man sollte schon die Trilogie kennen und wenn einem die Trilogie gefallen hat, dann glaube ich, greift man auch auf jeden Fall zu diesem Zusatzbuch. Und ich habe das auch vom Verlag dankenswerterweise zur Verfügung gestellt bekommen, hat mich sehr, sehr darüber gefreut und habe es dann auch schon in der Buchhandlung stehen sehen und dachte, ach ja, es wird Zeit, dass ich da in diese wunderbar asiatische Welt wieder eintauche, wo wir den Donnertiger haben, eine tolle Protagonistin, eine wahnsinnig spannende Welt, eine Thematik, die auch so ein bisschen in Umweltkritik geht, weil es da eben auch einen Stoff gibt, der die Umwelt kaputt macht, die Natur kaputt macht und aber schon auch so Ungerechtigkeiten einfach zu spüren sind und man dagegen kämpft. Und ja, eine großartige Reihe, die mir wahnsinnig gut gefallen hat und dementsprechend freue ich mich hier auf die Zusatzgeschichte. Dann gab es, glaube ich, zu meinem Büchermonat, ach, ich hasse diese Spiegel-Bestseller-Aufkleber, muss man die wirklich draufkleben, wie so sonst was? Runter damit. Zu meinem Büchermonat Januar habe ich so Kurzgeschichten im Urlaub gelesen und habe da von einer Kurzgeschichte von Danny Atkins geschwärmt und auch erzählt, dass ich ein, zwei Bücher von ihr gelesen habe, die mir aber immer zu emotional und zu tragisch waren. Und die liebe Sarah, eine Zuschauerin von mir, ganz liebe Grüße an dich, hat mir ein Buch von Danny Atkins empfohlen, was ich dann auch bei Tauschticket entdeckt habe, nämlich 7 Tage voller Wunder. Nachdem sie davon geschwärmt hat und erzählt hat, dass sie sich vorstellen kann, dass mir das gefällt, bin ich auf die Suche gegangen, denn es geht hier um den Moment, in dem du den Menschen triffst, auf den dein Herz gewartet hat. Und das fand ich klang schon richtig, richtig schön. Hannah findet heraus, dass ihr Freund sie betrogen hat und so reist sie zu ihrer Schwester nach Kanada. Dort will sie sich eigentlich über ihre Beziehung klar werden, doch als sie dann nach 5 Wochen wieder zum Flughafen fährt, ist sie mit ihrem Gefühlschaos immer noch keinen Schritt weiter, ob sie jetzt eben Schluss machen soll oder ihre Beziehung doch noch einen
eine Chance geben soll. Doch während sie dann auf den Flug zurück nach England wartet, fällt ihr ein Mann auf, dessen grüne Augen sie sofort in ihren Bann ziehen. Und als sie das Flugzeug dann besteigt, ist Hannah fast ein bisschen enttäuscht, dass sie kein einziges Wort mit dem Fremden gewechselt hat. Ja, da ahnt sie noch nicht, dass das Schicksal sie schon bald unter dramatischen Umständen wieder zusammenführen wird. Und da bin ich mega gespannt, was uns hier erwartet mit den 7 Tagen voller Wunder, was es dann auch mit den 7 Tagen auf sich hat. Ich finde hier auch ein bisschen interessant, warum er nur so verschwommen zu sehen ist. Ja, ich bin neugierig. Ich habe mir keine Rezension oder dazu durchgelesen. Ich vertraue da jetzt komplett auf die Empfehlung und hoffe, dass mich Danny Atkins hier so empfehlen, begeistern kann, wie auch mit der Kurzgeschichte in diesem Sommer-Glitzer-Funkeln-Buch. Ja, schauen wir mal. Auch die letzten 2 Bücher sind, ich glaube, auch über Tauschticket bei mir eingezogen. Und zwar einmal die Geschichte der Bienen von Maja Lunde. Ein Buch, das dicker ist, als ich tatsächlich erwartet habe. Denn es geht um 3 Familien, getrennt durch Jahrhunderte, unauflöslich verbunden mit der Geschichte der Bienen. Ist schon internationaler Bestseller. Aus Norwegen ist die Geschichte. Und ich weiß gar nicht, er war lange mal auf der Wunschliste. Dann ist er irgendwie runtergeflogen, dann kam das nächste Buch von Maja Lunde, ich glaube, da ging es um Wasser, wenn ich mich nicht irre, und irgendwie hat mich das aber nicht so angesprochen. Dann bin ich aber immer mal wieder über die Geschichte der Bienen gestolpert und wie wichtig ja Bienen für unseren Planeten sind. Und jetzt hat letztens, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, jemand wieder davon so geschwärmt, dass ich dachte, es wird vielleicht doch mal Zeit. Wir sind in England, Jahr 1852, dann sind wir in Ohio, USA 2007 und dann sind wir in der Zukunft, nämlich in China im Jahr 2098. Und dieses Buch erzählt uns eben, wie alles zusammenhängt. Es soll sehr mitreißend und ergreifend sein. Es geht um Verlust und Hoffnung vom Miteinander der Generationen und den unsichtbaren Band zwischen der Geschichte der Menschen und der Geschichte der Bienen. Sie stellt einige der drängendsten Fragen unserer Zeit. Wie gehen wir um mit der Natur und ihren Geschöpfen? Welche Zukunft hinterlassen wir unseren Kindern? Wofür sind wir bereit zu kämpfen? Ja, grundsätzlich bin ich ja ein großer Natur- und Tierfreund und auch Schützer. Ich glaube aber, dass der Mensch, und wenn man sich gerade wieder so umhört auf dieser Welt, auch einfach, ja, die Profitgier schlägt einfach zu, da sind uns die Geschöpfe gefühlt dieser Welt auch einfach egal. Also von daher, ja, aber darauf freue ich mich sehr und mal gucken. Es ist doch ein Wälzer, ich hätte das echt gar nicht so dick erwartet mit knapp 500 Seiten, aber ich bin sehr gespannt. Sie schreibt wohl sonst Kinder- und Jugendbücher. Ja, ich freue mich drauf, bin sehr gespannt. Und auch das nächste Buch ist ein Wälzer, aber da wusste ich das, mit knapp, ich glaube, fast 600, 550 Seiten. Und das ist bei diesem Genre auch absolut in Ordnung. Ja, wir haben hier Fantasy, und zwar die Legende der Adlerkrieger von Yin Yong. Hier hat Jenny von Letters and Life geschwärmt und auch Janine von Do It Yourself. Ah, ich verlinke beide Kanäle unten in der Infobox. Von Janine gab es sogar eine Einzelrezi und ich glaube, Jenny hat es in einem Büchermonat oder in einem Blog irgendwie erzählt. Ich versuche das Video von Jenny auch herauszufinden von Letters and Life und verlinke es auch mal unten. Und das hat mich so angesprochen, dass es nach Jenny auf der Wunschliste gelandet ist. Und dann habe ich es eben auch entdeckt und dachte, dann hole ich mir das. Ist der Auftakt großer Fantasy-Saga, die seit ihrem Erscheinen Generationen von Leserinnen und Lesern in ganz Asien begeistert hat und es inzwischen zu den großen Klassikern der modernen chinesischen Literatur zählt. Ich bin sehr gespannt auf chinesische Fantasy. Ich glaube, im Original ist das Buch 59, wenn ich das richtig hier deute. Und 2020 kam es dann auch ins Deutsche. Also es ist tatsächlich auch schon ein bisschen was älter. Ich glaube, ich habe noch keine chinesische Fantasy gelesen. Also wer vielleicht denkt, doch, Steffi, hast du, der kann mich gerne korrigieren. Ach, es ist hier vorne nur eine Grafik drin. Ich dachte, es sind jetzt ein paar mehr Grafiken drin. Es ist das meistgelesene Fantasy-Epos aller Zeiten. Weiß ich gar nicht. Tatsächlich? Müsste das nicht trotzdem eigentlich der Herr der Ringe sein? Bin mir gerade nicht sicher. Es ist der Auftakt einer Reihe und kurz vor ihrem Tod schwören 2 Kung-Fu-Krieger einander ewige Bruderschaft. Ein Eid, der auch für ihre Kinder gelten soll. Doch ihre Söhne wachsen als Feinde auf. Als die beiden einander Jahre später schließlich begegnen, geht es um nichts Geringeres als das Schicksal des ganz chinesischen Reiches. Fliegende Krieger, kämpfende Mönche, ein liebenswerter Held und ein Abenteuer, das sich vom Herzen Chinas bis in die weite Steppe der Mongolei erstreckt. Mit Die Legende der Adlerkrieger hat Yin Yong ein Stück Weltliteratur geschrieben. Und es soll wohl das Chinesische der Herr der Ringe sein.
Ich finde solche Vergleiche tatsächlich gar nicht schlecht. Dementsprechend bin ich natürlich nur neugierig, ob dieser Vergleich dem dann auch gerecht wird. Und im Chinesischen hat Yin Yong, also der Autor, die gleiche Bedeutung Stellenwert wie Tolkien, Rowling und George R. R. Martin hier bei uns im Westen, sagt The Guardian. Und ja, ich kann mit drei den genannten Autoren absolut alles anfangen und ich hoffe, dass mich dieses Buch auch einfach so begeistern wird und ja, bin super gespannt und freue mich hier auf hoffentlich wunderbare Fantasy. Und das waren sie jetzt auch schon, die 15 Bücher, doch eine ganze Menge, aber wie ihr merkt, ich freue mich wirklich auf jedes dieser Bücher und freue mich jetzt auf den April und mal gucken, ja, was ich dann davon lesen werde, was da drankommt. Wahrscheinlich nicht alle 15 Bücher, aber ein Großteil würde ich mich schon freuen, wenn hier gelesen werden würde. Jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Bücher bei euch eingezogen sind und ob ihr eins der gezeigten Bücher vielleicht auch schon kennt. Gerade bei den etwas älteren Büchern könnt ihr sehr, sehr gerne schwärmen. Und ja, ob ihr ja auch irgendwie so ein bisschen eine Challenge für euch selbst vielleicht habt, das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.